Irgendwo hier sind Zombies. Und nicht zu wenig, aber das heißt ja nichts. Die könnten auch überall sein. Also wie sich das anhört, sind die hier direkt neben mir. Oder unter mir. Oder waren die über mir? Ah! Hört das dazu hier? Nicht so wirklich, ne? Wo sind die denn? Hier sind sie wieder lauter. Über einem ist immer doof. Hier sind sie. Hier müssen sie sein. Sagte er. Die sind so laut, die müssen hier doch irgendwo sein. Ich will die jetzt finden. Wir haben da genug Köhle gehabt, aber ich will die jetzt finden, Mann. Die sind überall. Überall sind die. Ah! Ah! Nein, 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 nein! Ich hab das mal eben schnell zugebaut. Das fühlte sich einen Moment kurz an, als hätte ich Schaden von hinten gekriegt. Wie komme ich denn da mal sicher hoch? Ja, so, das sollte besser funktionieren. Hier sind aber auch viele. Jetzt weiß ich nur nicht, warum ich das jetzt hier gesucht habe, aber irgendwie hat mir das gerade keine Ruhe gelassen. Viele Zombies kann ja immer auf dem Dungeon, aber meistens ist es einfach nur viele Zombies an einer Stelle. Das war jetzt ein bisschen enttäuschend. Gut, wir gehen jetzt mal wieder zurück, wenn ich jemals wieder zurückfinde aus diesem Wirrwarr hier. Bau das einfach zu. So. Wo ging es denn jetzt weiter? Da ging es weiter. Hier höre ich auf jeden Fall schon auch irgendwas plätschern. Alter, sind das schon wieder Komplexe hier. Da geht's auch schon wieder weiter. Heiter geht es sogar weiter. Ha! Kommt mir Geröll entgegen hier. Da unten ist Lava. Ich trau mich jetzt hier gerade gar nicht, die Kohle abzubauen, ehrlich gesagt, so richtig. Weil hier jeden Augenblick irgendwas hochkommen könnte. Frank Zander zum Beispiel. Stell dir mal vor, du gehst in eine Höhle und da kommt einfach Frank Zander. Die alte Potsau. Und die kommt dann einfach da hoch und dann... Ich wüsste nicht, wie ich damit umgehen soll, ehrlich gesagt. Guckt euch bitte diese Höhlenkomplexe an hier. Du weißt einfach nicht, wohin zuerst mit dir. Da oben ist auch irgendwas. Da unten ist irgendwas.
Hier geht's auch wieder rüber. So, ich mach mal hier so einen Steg hier drüber. So, Fackeln gehen uns auch zur Neige. Bald. Hier geht's wieder runter. Jetzt gehen wir mal hier lang. Hier ist noch Kohle. Hier geht's wieder hoch. Hier ist auf jeden Fall noch Eisen. Haben wir unsere 24 Eisen schon zusammen? Ja, auf jeden Fall. Damit kriegen wir auch die Spitzhacken zusammen und dann haben wir zumindest nichts verloren. Ja, verloren haben wir generell ja auch nichts, aber wisst, wie ich das meine. So, da geht's runter. Ich würde ganz gerne da zur Lava, weil hier geht's halt einfach runter. Ich überlege gerade nur, wie wir das mal anstellen hier, ohne uns jetzt hier irgendwie unnötig umzubringen hier. Hier geht's runter. Ach so. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Das ist hier der Schlund, wo wir vorhin waren. Das ist ja eine schöne Höhle hier. Schön geräumig. Ich will nur hoffen, dass uns hier wirklich jetzt gleich nichts hinterrücks wegsprengt. Hier so ein grüner Terrorist. Das wäre ja schrecklich. Ist noch Gold. Wie gesagt, Gold macht hier noch wenig Sinn. Wir sammeln es natürlich schon, weil irgendwann wird es Sinn machen. Spätestens bei den Booster Tracks. Jetzt ist es halt einfach nur, naja. Wie gesagt, wir können uns eine Uhr craften. Wir können uns ja vornehmen, einfach alles zu craften, was es geht, was es gibt. Das wäre doch mal was. Das heißt, wir müssen uns auch mal eine Uhr craften. Das heißt aber auch, wir müssen uns irgendwann mal, weiß ich nicht, wenn es sie dann irgendwann eines Tages mal gibt, einen Komparator bauen. Also in 1000 Jahren bauen wir uns mal einen Komparator. So, hier geht's runter zu der Lava. Hier wollte ich mal hin. Ich baue mir hier mal eben eine kleine Treppe runter. Und trappe die Lava mal eben kurz. Hier ist auf jeden Fall Redstone. Und Redstone hatte damals eine ganz bestimmte Eigenschaft. Nämlich dauerte es eine ganze Weile lang, Redstone abzubauen. Und ich weiß nicht warum. Oh, ist mehr Lava, sehe ich gerade. Ich dachte, das wäre Lava, die hier reinfließt, aber es ist tatsächlich ein kleiner Lava-Lake. Ist ja faszinierend, so. Schade, ich hatte gehofft, wir finden hier noch irgendwas Interessantes. Aber das war's dann wohl. Da ist noch Eisen, das ich dahinter versteckte. So, das nehmen wir natürlich mal mit. Was wäre das Let's Play hier ohne Eisen? Ein Eisenmangel ist auf Dauer nicht gut. So. Jetzt geht's hier auf jeden Fall noch rein. Da waren wir überall. Da habe ich noch Eisen oben hängen. Warum habe ich das denn nicht mitgenommen? Waren wir denn da wenig? Achso, okay. Ich dachte, da geht's auch noch weiter. So. Ich habe dann mal das Wasser zugebaut. Ich hoffe, das war jetzt kein Fehler. So, die Kohle nehmen wir natürlich auch mit. Da müssen wir auf jeden Fall, da dürfen wir nicht mit sparen. Kohle ist immer wichtig. Die werden wir später noch wirklich, wirklich in Massen brauchen. Ohne Forschen und sowas ist es eben nicht so großartig einfach an Kohle zu kommen. Und wenn man viel vorhat,
viel beraten will oder so, dann musst du halt gucken, dass du dann auch irgendwie daran kommst, ne? Jetzt baue ich natürlich trotzdem den Redstone ab, auch wenn es eine halbe Ewigkeit dauert, aber dann können wir vielleicht schon mal irgendwas machen. Irgendwas Schönes, ich weiß es nicht. Redstone war natürlich zu der Zeit noch lange nicht so dynamisch, wie er heute ist. Jetzt habe ich auch kein Holz mehr für eine Crafting-Box. Ne, ne, das heißt, sobald die Spitzhacke weg ist, ist hier Feierabend. Ich möchte dennoch nicht auf Kohle verzichten hier. Aber hier gibt es ja anscheinend nicht mehr. Das war's ja schon. Redstone nehmen wir auch mit. Da gibt's jetzt. Da machen wir jetzt keine Abstriche. Nee, 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 nee. Nichts gibt auch ein bisschen Redstone. Immerhin gab's da immer ein bisschen mehr raus. Das ist ja schon mal toll. So. Gibt's auf jeden Fall nichts Schönes. Oh. Wie konnte ich das denn übersehen da? Das ist mir ja total entgangen. Da hinten ist Kohle, aber die lasse ich jetzt mal. So, wunderbar. Hier geht's auch noch weiter, aber das war dann unsere Spitzhacke und diese Kohle da, die hat sich dann auch erledigt, die kriegen wir nicht mehr. Gut, das war dann somit diese... Was ist hier denn los? Hier ist schon wieder so ein super spaßiges Planschbad. Da unten waren wir dann auch. Das ist die Höhle von unten. Jetzt höre ich hier noch ein Skelett. Okay. Es wird irgendwo hier um die Ecke sein. Keine Ahnung, ob wir das jetzt so finden. Da oben waren wir. Das würde ich natürlich ganz gerne mal irgendwie zurückfinden. Wir haben uns ja runtergebaut. Hier war die... Wow. Wir haben uns rübergebaut und runtergebaut, genau. Das heißt doch eigentlich, dass wir von hier gekommen sein müssen, aber da waren wir auf jeden Fall nicht. Vielleicht mag es mir nur so vorkommen, aber ich habe das Gefühl, die alten Minecraft-Höhlen sind... sehr viel unübersichtlicher und es ist sehr viel schwieriger, sich hier zurechtzufinden. Hier sind wir doch lang, oder nicht? Aber wo waren wir denn dann? Ah, hier, okay. Ja, ja, stimmt. Hier sind die Skelette gewesen. Beziehungsweise hier sind immer noch Skelette. Damit ist dann auch mein Schwert kaputt. Das heißt, jetzt gibt es nur noch eine Axt. Das ist jetzt nicht geil. Hier ist das. Das heißt, wir müssen unmittelbar irgendwie beim Eingang sein. Hier ist, glaube ich, der Gravel. Ich glaube, ich habe es gefunden. Genau, ha! Das hat ja doch besser geklappt als gedacht. Wunderbar. Schön. Schön, schön, schön. So, dann kann ich mir auch zur Belohnung nochmal eben Schnitzel reinhauen. Wunderbar. Dann kann hier in unsere Kiste auch schon mal ein bisschen Cobblestone rein, weil das wird oben sonst ein bisschen eng. Eisenerz, Golderz. Dreck können wir hier schon mal reintun. Das ist der Kohle haben wir wieder dazu gewonnen.
So, dann gibt es jetzt Gravel. Es gibt Dirt. Flint, Federn, Pfeile, Redstone. Das nehme ich mal in unsere Wertstoffkiste. So. Schön. So. Ich da noch? Ne, habe ich nicht. Okay. Stack Kohle kann schon mal wieder weg. Nice. Cool. Ja, unser erster Goldbarren, Freunde. Und wir haben nichts. Okay, pass auf. Ich mache mir jetzt als erstes mal ein Eisenschwert wieder. So. Dann mache ich uns mal zwei Eisenspitzhacken. Ich gehe jetzt erstmal nicht wieder in die Höhle rein. Ich will ja für ein bisschen Abwechslung sorgen. Jetzt mache ich dann mal eine Eisenschaufel. Und mehr gibt es dann erstmal nicht, weil das war mein letzter Steak. Mein letzter Steak. So. Aber da haben wir dann auch schon Gold am Start. Wunderbar. Es ist natürlich Nacht, war ja wieder klar. So richtig mit diesem, also dieser typische Wintergarten hier, das ist jetzt, also da lässt sich aber drüber streiten hier, das ist ja... Ja, also da gibt's Schöneres, also ja. Die Jack-O-Lantern finde ich ganz witzig, also ist schon nicht schlecht. Es ist ja jetzt gerade auch Halloween quasi. Wenn ihr diese Folge seht, dann ist das wahrscheinlich auch schon wieder Geschichte. Und dann ist das auch schön. So, haben wir hier irgendwas Interessantes? Da hinten ist ein Zombie. Deine Mutter stinkt nach Fisch. Deine Mutter stinkt nach Fisch. Nach Fisch. Ja, scheint ihn wohl jetzt nicht unbedingt zu... Das sind Socken zu holen. Die Reeds wachsen relativ schnell, oder kommt man das nur so vor? Das kommt man wahrscheinlich nur so vor. Sammel die mal ein bisschen. Keine Ahnung, was wir damit jetzt machen, aber wir haben dann welche. Ja, ne? Also das ist ja alles ganz nett. Es ist, wie die hier so rumplanschen. Guck mal, da hinten geht der Mond schon unter. Das ist ja schön. Da steht ein Skelett auf dem Block. Ich bin der König der Welt. Und nicht mehr lange. So, hier komm, ich mache nochmal eine Tour Fackeln. Und dann müssen wir mal gucken, dass wir mal Holz ranholen. Da hinten sind unsere Fackeln, die wir gesetzt haben. Da hinten ist unser Markierer, wollte ich gerade sagen. Unsere Wegmarkierung. Tja. Ich traue mich da jetzt mal nicht hin. Da ist ein Creeper. Ich würde dann ganz gerne mal als nächstes zu dem Gebirge da hinten laufen. Tatsächlich. Und uns mal umschauen da, was es da so Tolles gibt. Vielleicht gibt es ja richtig tolle Sachen. Ist der Creeper verschwunden? Nee. Ich will jetzt auch nicht zum Skelett schwimmen. Das ist ein Skelett im Wasser. Ist, ich glaube, hier in dieser Version sogar noch beschissener. Weil die ja im Grunde eine Maschinenpistole haben, die Viecher. Und wir mit unserem kleinen Eisenpimmel hier, das bringt jetzt nicht viel. Hier denn los? Sind hier gerade die Dreharbeiten für The Walking Dead oder was? Ah! Ist gar nicht so einfach, die Viecher zu treffen. Irgendwie hat... Ich weiß nicht, tut Minecraft sich schwer hier. Manche Hits nimmt er nicht so richtig an hier. Das nicht zu schnell hauen, damit kommt Minecraft nicht klar. So, mal ein bisschen Schinken schon mal wieder. Da müssen wir uns dann drum kümmern, tatsächlich. So, dann wollen wir mal gucken, dass wir hier mal den Wald so ein bisschen auseinanderfriemeln hier. Wir hoffen, dass jetzt hier kein Viech rumläuft. Oder nicht mehr jedenfalls. Und nicht, dass wir sterben wie dieses unachtsame Huhn.
So. Die Eisenrüstung hält auch nicht sonderlich lange, ne? Die geht wirklich recht schnell kaputt. So. Ich hätte mal noch eine weitere Axt machen sollen. Aber nee, wir hatten ja gar kein Holz mehr. Ich müsste eigentlich, sobald diese Steinaxt kaputt ist, müsste ich nochmal Retour machen. Also nochmal tatsächlich zurück. Und, Entschuldigung. Und mir nochmal ein, zwei Äxte machen. Vielleicht sogar mal Eisenäxte. So, jetzt machen wir nochmal Handverkloppung hier. So, wunderbar. Und dann schwimmen wir nochmal zurück. Es tut mir leid, aber wir brauchen mal eben ganz schnell nochmal eine Axt. Das Einzige, was mich jetzt hier gerade tatsächlich ein bisschen stört, ist dieses blaue Feld in der Hotbar. Das ist gar nicht blau, das ist rosa. So. Wunderbar. Jetzt können wir nochmal Schinken braten, theoretisch. Können es aber auch lassen. So. Weißt du was? Mach mal. Mach mal vier Stück. Wir gehen jetzt auf Baumtour. So, wir machen jetzt eine richtig schnieke Baumtour. Den Tag, den nutzen wir jetzt mal so richtig aus. Das Fleisch, das machen wir dann wann anders. Nebenbei mal. Hier, das ist jetzt da so. Und dann ist das schön. Wolle. Ist jetzt erstmal egal. Wir gehen jetzt mal los. Der eine Wolleblock, wenn ich den nachher loswerden muss, dann muss ich ihn loswerden. Und wenn nicht, dann nicht. Aus irgendeinem Grund kriege ich immer, wenn ich aufnehme, mal so richtig viele Discord-Nachrichten. Wenn ich streame auch, aber da hält sich das noch in Grenzen. Weil da wäre es ja nicht so schlimm, mal eben kurz auf irgendwas zu antworten. Hier mitten jetzt im Let's Play ist immer scheiße. Und da kriege ich dann immer lauter Discord-Nachrichten. Jetzt steht da auf einmal schon wieder, gerade war nichts, jetzt steht da schon wieder eine 6 unten. Was soll denn das? Was stimmt denn da nicht? So, jetzt haben wir das Gemüse mal ein bisschen aufgesammelt hier. Und dann würde ich sagen, friemeln wir uns das ganze Zeug mal weg hier. So. Mach das mal so. Erstmal alles schön abholzen. Machen wir mal so eine richtige Schneise hier rein. So eine richtige Försterrunde. Und dann kann ich auch mal wieder ein bisschen rumlabern hier. Das ist ja immer das Schönste von allen, wenn ich mal so richtig, richtig schön rumlaber und Blödsinn erzähle aus meiner Jugend vor 1000 Jahren. Das ist immer sehr formidabel. So. Wunderbar. Nämlich hatte ich ja gesagt vorhin, ich bin ja umgezogen vor gar nicht langer Zeit. So viel zu Bugs, ne? Den hatten wir aber schon mal. Ich weiß nicht, was genau den triggert, aber ist ja lustig. Wenn ich jetzt Autostep hätte oder so, dann könnte ich jetzt eine Weltreise machen und währenddessen eben schlafen gehen. Wäre aber wahrscheinlich keine gute Idee. So, ich bin ja umgezogen. Das liegt einfach daran, dass ich jetzt gerade meinen Meister mache. Ich hatte ja, glaube ich, im letzten Take schon erzählt, dass ich ja 2017 meine Ausbildung angefangen hatte zum Landschaftsgärtner. Also es ist auch wichtig, dass man das Landschaftsgärtner nennt. Und nicht einfach nur Gärtner. Weil ich finde, das ist dem Beruf einfach nicht gerecht, auch wenn man das sagen kann. Das ist nicht falsch, aber ich persönlich finde das falsch. Weil ich das einfach den Beruf nicht würdigt, finde ich. So, ist aber eine andere Sache. Im Englischen ist es tatsächlich andersrum. Da sagst du nämlich nicht Gardener. Ich bin im Englischen kein Gardener. Sondern ich bin ein Landscaper. So. Das ist wichtig. Wirklich, wirklich wichtig. So. Ja, hab dann dementsprechend 2020 meine Lehre beendet. Und da meine, ja, Prüfung abgelegt.